Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Wir sind hier gerade immer noch auf Schatzsuche und kämpfen uns auf den Weg in Richtung Kloster. Ja, leider habe ich ein leichtes Knacken immer noch im Mikro. Fehler habe ich noch nicht gefunden. Ich denke mal, ich muss mir da ein hochwertigeres holen. In der Zwischenzeit einfach mal weghören. Und los geht's. Oh oh. Das war schon mal nicht gut. Jetzt dürfen wir nämlich den ganzen Quatsch da nochmal entlang hüpfen. Das war hier, genau. Das gibt mir echt zu denken wegen diesem dummen Mikro. Aber gut. Auch dafür werde ich irgendwo noch eine Lösung finden. Vielleicht nicht gleich morgen. Schauen wir weiter. Also, jetzt sind wir wieder hier. Wo müssen wir lang? Der schaut in die Richtung. Alles klar, ich sehe schon, was zu tun ist. Wir müssen ein bisschen hüpfen und springen. Ein bisschen Seil-Action. Dann machen wir das mal. Und auf Anhieb, meine Lieben. Okay. So. Dann da rein. Wo ist der Bruder? Alles klar. So, wir sind im Klostergemäuer angekommen. Neuer Tagebucheintrag, sehr schön. Was hat er da Schönes? Okay, schöne Notiz hat er sich gemacht. Hey Nathan, sieh mal. Ah ja. Dem sind zwei Entermesser. Wie bei der Schriftrolle von Kreuz. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Okay, das Ding muss so ausschauen. Bin mir ziemlich sicher, dass das nicht lange dauern wird, bis wir das haben. Gekreuzte Entermesser, Piratensymbol. Was da oben? 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen drei. Dann haben wir. Ah, hier. Da war doch was. Das ist aber nicht. Das ist nicht das Grab, das wir suchen. Bei dem fehlt das Piratensymbol. Okay, wir suchen weiter. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, ich such noch die Leute hier. Ja, wo lang? Wo lang? Wo ist unser Grab? Beziehungsweise unser Grabstein? Da sehe ich auch schon wieder eins. Da helfen wir mal hin. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Und? Schon gefunden. Oder nicht? Nein! Die Daten sind falsch. Nicht gefunden. Da sehe ich schon das nächste. Kein Piratensymbol. Okay. Schönes Keltenkreuz, aber nicht. Da hinten noch eins. Ja, die Schwerter passen. Das schaut gut aus. Sam, komm her. Hast du's? Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem Stein. Naja, seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Oh, Abenteuer. Alles klar, da geht's runter. Sieh mal an. Mal sehen, was wir hier haben.
Sau cool. Ja, jetzt befinden wir uns in irgendwelchen Katakomben. Alte Grabstätten. Und gehen wir weiter auf Schatzsuche. Eine Gruft. Hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Das schaut doch wirklich super cool aus. Tja, Daumen drücken. Okay. Wo lang? Wirklich nice gemacht. Alles klar. Noch ein Schatz. Was haben wir? Eine Münze. Sehr gut. Ui, das schaut ja cool aus hier. Ah, okay. Jesus, das muss zur Linken. Wollmütiger Dieb. Ist das zur Rechten? Böser Dieb. Okay. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten... Muss mal kurz was trinken, Leute. ...nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. So, sorry. Gut genug. Mist, hab nicht zugehört. Auch irgendwie wurscht. Schaut jedenfalls cooler aus. Okay, weiter geht es. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Waren wir da schon? Nee. Oh, cool, oder? Das schaut richtig geil aus. Das hat was. Und weiter geht's. Wo müssen wir lang? Treppe rauf ist schlecht. Wir wollen ja eher weiter Treppe runter. Aha, okay, wo sind wir hier? Lampe. Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Okay. Oh, stark. Das ist doch mal was. Wie ein Krematorium. Schaut sehr gut aus. Okay. Von der anderen Seite der Mauer. Mittelalter Laserstrahl. Okay, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Oder lass mal schauen. Können wir das schon aufmachen? Wahrscheinlich nicht. Nee. Nachdem der Sam auch dahinter gelaufen ist. Etwas am Fuß der Statue. Wollen wir doch mal sehen. Die Lichter ausrichten. Aha. Das gefällt mir. Hey, na bitte. Aha. Wahrscheinlich müssen immer zwei passen, oder? Aber wie passen die da rein? Das schaut gut aus, oder? Ich glaube, das stimmt. Und glaube ich auch. Okay, nächstes. Irgendwie passen die dann schon. Vom Abstand hier. Oh, cool. Das sieht gut aus. Das schaut richtig lässig aus. So, und die dann? Aha. Das war einfach. Und nun können wir da drüben aufmachen, oder wie? Aha, was soll das sein? Ich kenne das so.
Das ist das Haus vom Nikolaus. Wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justiz. Aha. Interessante Wahlfeld. Sternbild der Waage. Und nun? Was haben wir jetzt davon? Ach, da ist ja noch was. Hier, hoppala, ganz übersehen. So. Mach mal, Nate. Okay. Jetzt halt. Was passiert? Sesam. Ja, sehr schön. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Okay. Da siehst du die Kreuze? Ja. Ist das eine Höhle da unten? Okay, drei Kreuze, eine Höhle, das ist schon mal ein Hinweis wieder. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Also, das bedeutet, hier wieder raus. Und weiter geht das Abenteuer. So tief waren wir. Oh nee, oder? Also das sind schon wieder Shoreline-Trotteln. Wie viele? 1, 2, 3. Okay, was machen wir? Eigentlich ist es hier eine gute Position. Wir sind in Deckung. Wir können die schön alle abknallen. Wir müssen nur ein bisschen gucken, dass uns die Munition nicht ausgeht. Okay, erstmal hier Energie tanken. Mit 3 Schuss kommen wir natürlich auch nicht weit. Gut, stimmt immer noch die Kalaschnikow. Nein, was mache ich denn? Ich gehe mal wieder in Deckung. Okay, aus anfangs 3 Idioten sind leider 7, 8 mittlerweile geworden. Nee. Okay, aber ich glaube, wir sind doch im Vorteil aktuell. Okay. Lebt er noch? Ich glaube, die Situation ist überstanden. Obwohl die Musik ist schon noch so bedrohlich, als ob noch was kommen könnte. Ja, da läuft noch einer. Nee. Na, irgendwo ist noch einer. Den packen wir uns jetzt noch. Aber wo ist der da? Okay. Okay, wir sind sicher. Hätte besser laufen können. Haben wir geschafft, sehr gut. Das muss reichen. Öffnen wir einfach das Tor. Welches Tor denn? Ich bin schon wieder ganz durcheinander. Wir gehen da einfach nach oben. Ist da noch irgendwas? Propangasflasche. Wo lang? Sehr gut, darauf.
bin verwirrt. Wo ist das Tor? Da unten. Bin zu weit gelaufen. Aber da kann man noch ein bisschen was mitnehmen, oder? Munition schadet nicht. Okay, alles klar. Wir gehen da rein. Okay, bereit? Ja. Okay, los. Ja. Und durch. Okay, sind wir im Innenhof. Aber so einfach ist es wohl nie, was? Meiner Erfahrung nach nicht. Und da war dieses coole Sternbild-Ding. Ja, das war cool. Okay, anscheinend darunter. Oder? Ja. Ich leg mich fest, da geht's runter. So, aufgepasst. Aha. Das war einfach, aber das geht bestimmt gleich anders weiter. Aha. Das ist ein Jump'n'Run. Wow. Ah. Nicht spektakulär. Direkt unterm Hochkreuz. Okay. Avery und See. Tja, was Avery will, bekommt er auch. So, Leute, großer Sprung. Nee, normaler Sprung. Junge, wie sieht's bei dir aus? Scully. Hey, Sully. Sully. Wir sind auf dem Weg, aber meldet sich. Ist näher an der Kathedrale als gedacht. Oh Mann. Und was soll ich machen? Bleib startbereit. Wir sind bald zurück. Mach ich. Meld dich wieder. Mach ich. Alles klar. Der hat ja irgendwo sein Flugzeug geparkt. Ich weiß nicht, sieht man das von hier? Nee, eher nicht. Ui, das war knapp. Nein, 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 schon wieder. Ich höre sie. Okay. Hier ist ganz schön was los. Gerade du solltest die Auszeit genießen. Niemand von uns will noch ein Port Moresby verantworten. Also. Zwei Leute sehe ich. Wir brauchen diese Art Presse. Wir brauchen keine Rivalen, die uns die Arbeit nehmen. Weißt du was? Vergiss es. Was fängst du damit an? Ich dachte, es wäre gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Können wir da durch? Hier gibt's doch garantiert einen Schatz, oder? Was haben wir denn hier? Aha. Piratenknarre. Kein Schatz hier? Das ist doch optimal für einen Schatz, oder? Doch, wie gesagt! Sehr cool. Okay, dann gehen wir da wieder raus. Weil jetzt kommt gleich meine Lieblingsbeschäftigung. Wir müssen uns um diese Trotteln da kümmern. Da oben. Ach, jetzt habe ich diese Piratenknarre, die taugt ja gar nichts. Aber so als Notwaffe hernehmen. Und? Diesen Kerlen kann man wohl nicht entkommen. Sehr schön. Das waren ja wirklich nur zwei Stück. Ja Leute, dann machen wir an der Stelle einen Break. Vielen Dank fürs Reinklicken. Wenn es euch gefallen hat, dann zieht euch doch gleich noch die nächste Folge rein. Bis später und ciao.